Hauptsache Ferien mit Peter Alexander. Wo fahrt ihr hin? Mallorca, Madeira, Ibiza. Je weiter, je lieber, na klar. Nach Kreta, nach Elba, nach Nizza. Nur weiter als voriges Jahr. Südafrika, Marokko, Granada. So weit wie die Brieftasche hält. Portugal, Senegal, das war's. Zillertal, überall weht der Duft der weiten Welt. Was ist denn woanders so anders? Eine Ferienfahrt ins Vergnügen. Was ist denn woanders so schön? Ich bin Architektin und soll Ihnen die Pläne für das Fertighaus überbringen, das Sie im Old Jimmy's Atemspray-Preis ausschreiben gewonnen haben. Bitte sagen Sie mir das noch einmal. Sie haben ein Fertighaus gewonnen. Und wenn der Dr. Markus das Haus aufgebaut hat? Dann bauen wir es wieder ab. Nein, dann schenken wir es ihm. Na ja, gut, dann schenken wir es ihm. Moment mal, Markus baut sich ein Haus? Ja. Aber bei unserem Gehalt dürfte das doch... Er hat es gewonnen. Und wir haben eben beschlossen, wir helfen alle. Alle schon eingedellt. Ja, ja. Nach 3 Jahren endlich wieder ein echter Peter-Alexander-Film. Leute im Campingzelt sind eine eigene Welt, die zueinander hält. Heute, wenn Regen fällt, morgen im Sonnenschein. Leute im Campingzelt sind eine eigene Welt und ich hab festgestellt, wer sich dazu gesellt, wird mir alleine sein. Ein Spaß nach Maß. Und auf diesen Moment habe ich ein halbes Jahr gewartet. Hauptsache Ferien. Ein Film mit grandioser Besetzung, der alle Wünsche erfüllt. Urlaubsglück, Musik und Liebe. Und was sagten Sie, erhoffen Sie? Meine 4 Wände und deine 4 Wände, ein Traum ohne Ende. Seit gestern im Bau mit allem Zubehör, sagte der Chefmonteur, aber beim Zubehör fehlt eine Frau. So geht es nicht, Fräulein Kröselmeier. Fräulein Kröselmeier sind vollkommen unkonzentriert. Junge, dir wünsche ich meine Ehefrau. Da wirst du erst mal merken, wie gut du es hier bei mir hast. Könnten Sie mich vielleicht anschauen, wenn ich mit Ihnen spreche? Leider nicht. Mir geht die Wimper ab. Hat der Kannenberg von Ihnen verlangt, dass Sie seine Tochter Corinna trotz schlechter Leistungen versetzen? 2 Mal. Und beide Mal habe ich abgelehnt. Aber bitte, ich habe keine Zeugen dafür. Wie wollen Sie Ihre standhafte Gesinnung beweisen, Herr Kollege? Danke, Kinder. Papi hat einen kleinen Zacken in der Kohle. Eine Bombenrolle für Martin Held. Papi hat einen kleinen Haschmich. Wir bauen uns ein neues Haus. Aus lauter Liebe auf, mit einem schönen großen Dach, aus guten Wünschen drauf. Wir legen einen Garten an. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe Sie... Ich doch auch nur so. Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Hauptsache Ferien. Läuft in Kürze in Ihrem Theater. Was ist denn hier los? Komm und schau, die Welt ist klein. Keiner bleibt darin allein. Hey, darum bau dein kleines Zelt. Und freuen Sie sich auf schöne Stunden mit Peter Alexander. Komm und schau, und du siehst ein. Keiner bleibt darin allein.